Hallo zusammen, bevor wir zum Inhalt des Buches kommen, das ich euch heute vorstelle, möchte ich ganz kurz, dass ihr mal einen Blick auf das Buch werft, beziehungsweise auf das Cover. Sieht richtig klasse aus, oder? Also mir hat das von Anfang an total gut gefallen, das Cover. Davon hätten wir allerdings alle nichts, wenn nicht auch der Inhalt überzeugen würde. Tut er aber. Ich komme mal ganz kurz zur Geschichte. Der junge Ned, so heißt der Protagonist der Geschichte, wünscht sich nichts sehnlicher als einen Hund. Und wie das Leben in Büchern eben so spielt, bekommt er den natürlich auch. Allerdings ist der Hund, den er bekommt, Woody heißt der, nicht ganz das, was sich Ned vorgestellt hat. Denn Woody ist nicht nur sehr groß, er ist auch sehr zottelig, sehr dreckig und zu allem Überfluss stinkt Woody auch noch. Trotzdem ist da irgendwas in Woodys Augen, das Ned dazu veranlasst, sich auf den Hund einzulassen. Also irgendwie ist er fasziniert von den Augen des Hundes. Und damit steht der Junge am Anfang eines ziemlich großen und gefährlichen Abenteuers. Woody, der Hund, ist nämlich tatsächlich gar kein normaler Hund, sondern ein Wolfen, ein Gestaltwandler. Und als wäre das noch nicht genug, ist dieser Wolfen eben auch auf der Flucht vor ein paar ziemlich zwielichtigen Typen. Natürlich kommt es zu Konfrontationen und dieser Junge, der bis zu diesem Tag eben noch ein ganz normales Leben geführt hat, ist dann plötzlich ja mittendrin statt nur dabei. Der steht praktisch zwischen den Fronten. Die zumindest für mich schlechte Nachricht vorweg: Es handelt sich bei der Clan der Wolfen wieder mal um den Auftakt einer Serie. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich komme mit dem Lesen dieser ganzen Fortsetzungsromane nicht mehr hinterher, beziehungsweise ich käme hinterher, müsste dann aber auf andere Bücher wahrscheinlich komplett verzichten. Die gute Nachricht aber gleich hinterher, das Buch steht auch für sich alleine. Das heißt, es ist eine abgeschlossene Geschichte, ihr könnt danach aufhören, ihr müsst nicht weiterlesen und das ist dann wiederum etwas, womit ich gut leben kann. Ansonsten bleibt zu sagen, das Buch richtet sich sicherlich eher an jüngere Leser. Ich würde jetzt schätzen, tja, an Teenager zwischen 11 und 15, 16, so um den Dreh würde ich sagen. Mir macht das nichts aus. Ich lese ja, das wissen viele von euch, auch ein Kinderbuch oder ein Jugendbuch, wenn es mich interessiert, wenn mich die Geschichte interessiert. Ich hatte jedenfalls trotzdem viel Spaß mit dem Buch. Ich fand es stellenweise sehr spannend. Es war lustig, es ist sehr humorvoll geschrieben und tja, ich bin damit sehr gut klargekommen. Deshalb empfehle ich euch, wenn ihr Interesse an der Geschichte habt, werft einfach einen Blick ins Buch und lest mal einmal kurz quer, also ein, zwei Seiten. Bei Chicken House ist das Buch ja erschienen. Da ist ja hier immer dieser Lies rein. Lies Seite 52 ist hier beispielsweise der Tipp. Macht das einfach mal und schaut mal ins Buch rein. Und wenn es was für euch ist, dann wünsche ich euch viel Spaß mit Der Clan der Wolfen von Dietoft, erschienen bei Chicken House. So, ich bin dann jetzt hier raus und ihr seid im Bild. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bye bye.